Hinter mir sehen wir jetzt gleich, welches Auto das wir jetzt aufsperren. Und dann geht's los, unsere Tour durch Costa Rica. Hi, wir sind Aaron und Dani und bereisen alles, was uns glücklich macht. Hyundai Tucson ist unserer. Verregneten guten Morgen aus Costa Rica. Es regnet. Ja, wir schauen uns heute trotzdem den Cachuita Nationalpark an, oder wir probieren es zumindest. Weil morgen ist auch noch ein Tag hier und ja, die nächsten Szenen seht ihr schon vom Nationalpark. Jetzt warten wir einfach ein bisschen, bis der Regen aufhört. Wir gehen schon natürlich den Park besichtigen, nicht den Supermarkt besichtigen, aber draußen regnet so stark und wir wollten noch was zu trinken. Jetzt sind wir in den Supermarkt reingegangen und den schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja, ich glaube, wir haben jetzt lang genug gewartet. Jetzt ist 2 Uhr, jetzt hat es mal kurz aufgehört zu regnen und jetzt probieren wir unser Glück in den Cachuita Nationalpark zu gehen, zumindest noch für 1-2 Stunden. Und ja, jetzt schauen wir mal, was da so geboten ist. Ja, wir sind jetzt drin im Cachuita Nationalpark. Wir haben es geschafft ohne Regen und ja, es ist problemlos gegangen um 2:30 Nachmittag. Ja, ich glaube, es bringt Glück, oder? Wenn man vom Affen angeschissen wird. Ich bin gerade angeschissen worden vom Affen und jetzt haben wir noch einen kleinen Zwischenstopp bei dem ersten WC gemacht und jetzt geht's rein und ich zeige euch die ersten Bilder von dem Affen, der mich angeschissen hat.
Ja, jetzt wird der Cachuita Nationalpark gerade geschlossen. Wir sind schon wieder beim Auto und ja, wir haben total viel in den paar Minuten vom Park gesehen. Also wir haben wirklich viele Tiere gesehen. Es ist unvorstellbar, wie viel da los war innerhalb von den paar Minuten, wo wir jetzt nur im Park waren. Wir waren jetzt gar nicht lange. Und zum Schluss haben wir echt noch einen Tukan beobachten können. Das war einfach mein Highlight, weil den Vogel, der schaut so cool aus. Ich blende euch mal ein Bild ein, falls ich den auf der Reise noch irgendwie einfangen sollte. Und ja, morgen probieren wir unser Glück wieder. Vielleicht passt das Wetter und dann sind wir ganz in der Früh im Park. Bis dahin, wir gehen jetzt essen und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da und liked. Einen wunderschönen guten Morgen. Ein neuer Tag startet heute für uns in Costa Rica. Es regnet mal nicht heute und ja, wir probieren heute nochmal den Cachuita Nationalpark mal ein bisschen länger drinnen zu bleiben beziehungsweise früher hinzufahren und die nächsten Aufnahmen seht ihr schon vom Park wieder. Ja, und jetzt sind wir hinter mir bei der ersten Hürde. Das ist einen halben Meter tiefes Wasser. Und ja, die Leute hinter mir probieren es gerade. Wir haben es auch gerade probiert, aber es ist extrem tief. Also mehr wie einen halben Meter. Da müssen wir fast die Rucksäcke oben tragen. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das bei den einen ausschaut. Oh, Flussdurchquerung geschafft und jetzt geht's weiter durch den Dschungel. Wir sind jetzt fast am Ende vom Cachuita Nationalpark und ja, wir gehen gerade über die Stege jetzt zum Ausgang und wir haben so extrem viele Tiere gesehen. Also der Park ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Man muss den einfach mal gesehen haben. Und ja, vor mir filmen schon wieder Leute. Jetzt muss ich meine Kamera wieder vorbereiten. Und später gibt es dann ein Fazit zum Park. Ja, wir sind wieder zurück vom Nationalpark. Und ein kleines Fazit vom Cachuita Nationalpark.
er ist sein Geld oder seine Spende wert, die er da am Anfang vielleicht da lasst. Wir haben ein bisschen was da gelassen. Und ja, eine Tierwelt, wirklich wunderschön. Also ihr könnt da wirklich viele Tiere beobachten. Es zahlt sich auf alle Fälle aus, auch wenn ihr jetzt nicht so weit geht. Man kann den Park komplett durchqueren von A nach B. Sind das, glaube ich, so ungefähr 8 Kilometer oder 6 Kilometer. Wir haben das gemacht und sind dann mit dem Taxi wieder zurückgefahren zum Ausgangspunkt, zum Auto. Und das kostet eigentlich nur 2 Dollar. Und die Bilder dazu habt ihr eh schon gesehen oder blende ich euch noch ein. Es gibt wirklich irrsinnig viel zu sehen und zu entdecken. Es zahlt sich aus. Also wenn ihr die Zeit dazu habt, dann besucht den Cachuita Nationalpark. Und ja, wir gehen jetzt essen hinter mir und wir sehen uns morgen. Und bis dahin. Gute Nacht! Einen wunderschönen guten Morgen aus La Fortuna. Wir gehen heute den ersten Nationalpark besuchen. Den Namen blende ich euch ein, den habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ja, der ist unterm Vulkan und soll anscheinend wirklich einen schönen Trail haben. Und Bilder und Videos dazu seht ihr gleich im Anschluss. Ja, und jetzt sind wir im Nationalpark Silencio. Daniel und ihre Mama beobachten gerade Frösche hinter mir. Und jetzt gehen wir den ganzen Trail entlang. Hinter mir war schon ein Kolibri und man hat hier 10 US-Dollar gezahlt und der Park schaut schon richtig cool aus beim Eingang und ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Die Bilder blende ich euch natürlich wieder ein, wie immer. Jetzt gehen wir, hoppla, meine Haare. Und jetzt gehen wir über den Lavastrom wieder runter zum See und den Rest vom Park entlang. Also war wirklich sehr beeindruckend bis jetzt. Tierwelt ist jetzt hier ein bisschen weniger gewesen, aber ich glaube, das ist auch wegen dem Wetter, weil es ist ziemlich stürmisch heute und in der Nacht hat es ziemlich geregnet. Ich glaube, das ist auch ein bisschen dem Wetter geschuldet, dass ein bisschen weniger Tiere hier sind. Aber angeblich sollte man hier wirklich viel Vögel beobachten können. Und ja, und auch Faultiere und Nasenbären. Also von dem haben wir heute leider nichts gesehen, aber heute die letzten Tage haben wir eh schon in den anderen Parks, sondern im anderen Park ziemlich viel miterlebt. Und ja, jetzt gehen wir den Weg weiter zum Auto.
ja, zurück von unserer kleinen Wanderung, die ziemlich groß geworden ist, aber es war wunderschön. Wir haben jetzt bei dem Café, wo wir jetzt gegessen haben, haben wir noch einen Dukan gesehen. Und wunderschöne Vögel, hier ober mir auch schon wieder total ein gelber. Und jetzt sind wir noch bei den heißen Quellen, da gehen wir jetzt hinter mir die Straße runter. Ja, da gehen wir jetzt hinter mir die Straße runter und wir gehen zu den freien Quellen, zu denen, die kostenlos sind. Und wir haben unser Auto eben auch hier am Rand geparkt. Das haben wir $5 bezahlt. Den kann man auch ein bisschen runterhandeln, die dann aufpassen auf das Auto. Und ja, jetzt genießen wir einfach mal die heißen Quellen und schauen uns das mal an. Ja, und wie ihr vielleicht gesehen habt, es ist ziemlich voll, aber wir suchen uns jetzt ein bisschen ein ruhigeres Plätzchen, ein bisschen flussaufwärts, haben wir den Tipp bekommen, soll es ein bisschen ruhiger sein. Und die heißen Quellen sind ja oben auch. Und ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen durch den Dschungel, sind wir eh schon gewohnt, und dann ab ins Wasser. Einen wunderschönen guten Morgen, ein weiterer Tag aus Costa Rica. Wir probieren heute nach dem gestrigen Nationalpark, der wunderschön war und auch überhaupt nicht teuer war, der hat wirklich nur 10 Euro gekostet, probieren wir heute den Místico Park und ja, wir schauen mal, ob er sein Geld wert ist, denn der kostet schon fast 30 Euro, so fast das Dreifache von den anderen Parks und ja, hinter mir der Arenal. Der ist wieder ein bisschen bewölkt, ein bisschen zu. Vielleicht haben wir ja dann später Glück und erhaschen vielleicht einen Blick auf den Vulkan. Und ja, jetzt warten wir noch auf den Shuttlebus, der uns nach oben bringt. Da müssen wir ein Ticket kaufen und dann geht's los mit den Hängebrücken und dem wunderschönen Místico Park. Hoffentlich. Ja, und wie das Glück in Costa Rica wieder mal ist, es regnet wieder mal. Genau im Park wieder. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten und dann geht's weiter mit der Parktour, hoffentlich. Ich glaube, das war nur ein Regenspritzer. Sorry, I want more, let's not end tonight. And on as we go, we seem to fight. But baby, that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye. And ja, und wir waren eigentlich zum größten Teil waren wir sehr zufrieden mit dem Park. Nur muss man halt wissen, ist der Místico Park, erstens ist er teuer,
teurer als die anderen Parks. Der kostet wirklich $32. Ist schon ziemlich viel, ist ziemlich hoch der Preis. Und er ist aber wunderschön ausgebaut. Ich glaube, man könnte sogar auch mit dem Rollstuhl durchfahren oder eben mit den Trolleys da, was da rumstehen, auch hinter mir. Also er ist wirklich auch Rollstuhl geeignet. Und ja, also der Park ist halt eher mehr für die Masse gemacht. Also er ist schön, wunderschön. Man sieht auch viele Tiere, wenn es schön Wetter ist. Wenn es regnet, sieht man halt ein bisschen weniger, aber auch genug. Und ja, für die eher für mehr Menschen ausgelegter Park. Merkt man aber sofort, wenn man reingeht. Stört aber jetzt uns heute nicht, weil wir ja schon andere Parks gesehen haben. Aber wenn man wirklich nur die Zeit hat für einen Park, dann würde ich mich für einen anderen entscheiden. Jetzt mit View auf den Arenalsee hinter mir, in einem wunderschönen Hotel, eine wunderschöne Unterkunft. Und ja, das werden wir heute ein bisschen hier auskosten, diesen View, weil morgen geht es zum Tenorio-Vulkan und da schauen wir uns den Tenorio-Nationalpark an. Und ja, hinter mir gibt es auch noch ein warmes Bad, also ein Whirlpool. Das ist ein Traum, die Ruhe ist hier und tausende von Vögelarten und echt wunderschön. Also sehr, sehr, sehr zum Empfehlen, jetzt schon die Unterkunft. Also ich verlinke sie euch gerne, die Unterkunft, und ich glaube, wir zahlen pro Nacht so $50 für zwei mit Frühstück. Und ja, man bekommt einfach hier mega schöne View. To a different time, maybe I need to hear your voice to make me smile. No, no, no. Ja, wir sind jetzt am Parkeingang vom Tenorio Nationalpark. Hinter mir seht ihr das kleine Häuschen. Es ist sehr kompliziert, da ein Ticket zu bekommen. Schaut unbedingt auf die Nationalparkseite von dem ganzen Nationalpark von Costa Rica und bucht da gleich euer Ticket, weil wir haben es nicht gemacht. Es wurde auch nicht angezeigt, dass man das machen muss. Und jetzt stehen wir da, WLAN ist komplett überlastet, die Seite ist überlastet und ja, die einen vor uns warten schon 1,5 Stunden auf die Buchung, weil man es nur online reservieren kann. Und ja, jetzt warten wir noch ein bisschen, vielleicht funktioniert es. Wir haben noch einen Timeslot um 1 Uhr, da müssen wir jetzt 1 Stunde warten. Aber ich empfehle euch, vorher zu buchen, vorab zu Hause. Ich verlinke euch die Seite von dem Nationalparkgebiet, da könnt ihr das super easy buchen. Das haben wir nicht gewusst und hat uns auch keiner gesagt.
Ja, und jetzt sind wir wieder zurück vom Nationalpark Denorio. Und ich muss mein Fazit ein bisschen korrigieren, beziehungsweise das Fazit ist trotzdem auch sehr gut ausgefallen für den Park, auch wenn viel los ist. Man muss halt gewisse Stoßzeiten wie Sonntag und Wochenende meiden. Und ja, die Tickets im Vorhinein buchen, das habe ich eh schon gesagt. Aber er hat auch sehr spezielle Seiten, der Park. Wirklich das Wasser, wie ihr im Video gesehen habt, es ist wirklich wunderschön. Also ich glaube, bis jetzt hat echt jeder Park, weil auch wenn man viel Parks besucht in Costa Rica, seine eigenen Facetten. Und der hier hat halt wirklich den Rio Celeste und die Färbung vom Fluss. Schon sehr, sehr interessant, wie die Natur sich da färbt. Ja, wir sind jetzt wieder am Ausgang. Es fängt gleich mal wieder an zu regnen hier. Hat ganz gut ausgehalten dazwischen. Und ja, die Heimreise treten wir auch bald an. Da müssen wir jetzt noch 1,5 Stunden fahren. Und dann ist der Tag schon wieder zu Ende. Und morgen geht's weiter nach Tamarindo.